Hallo, ich bin der Manuel Schad von SL Sports, heute Technik. Wir haben uns heute so eine schöne klassische Enduro hergenommen und wollen einfach nochmal über unser Rahmenheck sprechen und über den Rahmenheck-Bausatz, den wir anbieten. Das Rahmenheck ist ja bereits im Online-Shop vorhanden und Bausatz, der kommt, ich schätze mal nach Weihnachten, Neujahr, keine Ahnung, das ist immer schwierig, wenn man es vom Ausland bekommt. Wie haben wir uns das gedacht? Wir haben ja verschiedene Maschinen und verschiedene Besitzer mit verschiedenen Größen. Und da ist es so, da kann man ein Basic Hack einfach anbauen. Man hat aber bei einem Basic Hack die fixen Punkte, die wirklich schwer zu verändern sind. In dem Fall sind noch keine Halterungen angebracht, also keine Adaption zum Rahmen. Und das gibt uns einen gewissen Spielraum. Hier ist es so, dass wir jetzt noch zwei Nähte aufgetrennt haben, um ein bisschen variabel zu sein. Bei dem neuen Bausatz ist es dann so, dass nur dieser Loop geliefert wird und diese Bleche einzeln sind und die dann angepasst werden können. Unser Auftrag heute ist, hier die Adaption zu bilden und das Rahmeneck hier unten am Rahmen zu befestigen. Wir haben zwei fixe Punkte, die wir annehmen müssen. Wir haben einmal den Rahmen in der Höhe und einmal haben wir hier von der G-S Zweimann Sitzbank oder Basic Sitzbank haben wir hier die Sitzschale. Die soll hier sein. Die passt auch ganz gut zu dem G-S Tank und zu unserem SWT Tank. Der Kunde ist schon Rentner. Kommt drauf an, was er für Stelle gehabt hat, wie alt daran ist. Ne? Manche sind früher, manche später Rentner. Und er möchte mit diesem Motorrad auf Touren gehen und möchte aber mit seinem Bein noch drüber gehen. Jetzt können wir das so bauen, da tut er sich schwer. Oder wir können schauen, dass wir so eine homogene Linie zusammenbringen, dass er auch drüber kann. Das ist ja nicht jeder so groß wie ich. Ne? Wenn jetzt daneben stehe, sieht das so total easy aus. Aber der mit dem Alter fehlt so ein bisschen die Gelenkigkeit. Und deswegen haben wir so einen Bausatz und nicht irgendwas Fertiges. Wir wollen ein wenig tricksen. Wir wollen die Sitzbank ein bisschen kürzen und das ein bisschen verlängern. Hier haben wir das so, dass diese Strebe genauso lang ist wie das Original, wenn es zusammengedrückt wird. Mitliefern tun wir vier Befestigungspunkte. Und wenn ich die jetzt da vorne reinstecke, dann bin ich automatisch schon um die Laschen länger. Warum ist die eine so kurz? Weil die eine normal so verdreht gebaut wird. Also wenn ich es länger machen will, kürze ich mir diese Strebe auf diese Länge ab. Habe dann ungefähr 1,5 bis 2 cm verlängert. Und dann bastel ich mir die unteren Streben an. Jetzt kommt der nächste Punkt, den ich haben will. Die Sitzbank ist zu lang und die kurze Sitzbank ist zu kurz. Und jetzt können wir so einen Trick anwenden und können uns sagen, wir nehmen die Sitzbank hier und sagen dann, es ist eine 1,5-Mann-Sitzbank. Und so kann unser Kunde ein bisschen weiter hinterrutschen im Gelände, im Sand. Oder ein bisschen weiter vor, dann kann sich die Arschbewegung ein bisschen einteilen. Dann haben wir aber ein Problem, die Aufnahme, die Originale, die da hinten drin wäre, die fällt weg. Dafür gibt es den nächsten Artikel im Shop, das sind diese Schnellverschlüsse. Die werden an der Sitzbank angeschraubt und am Rahmenheck und werden dann so verbunden. Bin ich nah genug dran? Siehst du das? So, jetzt habe ich viel erzählt, jetzt lege ich einfach mal los. Ab geht's.
da haben wir unser Lot. Und damit wollen wir halt gewährleisten, dass das Ganze ein bisschen in der Mitte ist, ne? Ganz schaffen wir es nicht, aber es sieht jetzt ganz gut aus, ne? So würde ich mir die zwei Punkte jetzt mal festhalten. Und ich tue das jetzt einfach kurz mit dem Wickschweißgerät einfach mal kurz anpunkten. Dann habe ich die fest, dass ich zwei Fixe habe und nur noch die zwei Seitlinge anpassen muss. Leicht mache ich es mir, dadurch, dass ich die Sitzbank eh kürze. Dann muss ich auf dieses Schloss nichts mehr achten. Wer aber das Originalschloss benutzen will, der muss hier in der Länge ein bisschen aufpassen. Ne? Da muss man, da kann man nicht ganz so flexibel sein. Jetzt ist es geheftet. Was total wichtig ist, ihr seht das bei dem Zentralfederbein, dass wir auch da drüber kommen. Ne? Also wir müssen mindestens so hoch, dass wir da drüber kommen. Den Punkt haben wir uns fest. Das Lot sitzt super. Und jetzt fange ich hier an und markiere mir, wo ich es absägen muss. Und dadurch, dass wir einen schönen langen Schaft haben, haben wir jetzt nicht so das Problem, wenn wir das Rohr zu kurz absägen. Na, das passiert mal. Also ich gehe jetzt her, halte mir das dahin, dann sehe ich, mein Punkt ist unmittelbar da drüber. Dann kann ich das Rohr so drüber decken und kann meinen Schnitt machen. Wir haben das Heck jetzt soweit fertig ausgerichtet. Die Flucht ist auch schön über den Hinterreifen. Jo, Sitzbank hat der Wolfgang sauber abgeschnitten. Ich würde sagen, da kann man mal wirklich eineinhalb Mann dazu sagen. Die Halterung für die Sitzbank wäre ja das. Das ist ja gleich einfach da reingebohrt. Ich halte es mal so, dass man sieht. Wir haben nur ein großes Problem noch. Der Wolfgang ist nicht da, dem das Motorrad gehört, das ist auch Wolfgang. Und ich mache jetzt Bilder von dem Heckrahmen, wie der ist. Dann hat er die Möglichkeit herzukommen, weil jetzt ist noch nicht alles durchgeschweißt. Später wird es schwierig. Ich schicke mir dann Bilder mit meinem Lieblingskotflügel. Und ich empfehle ihm, dass wir hier eine Strebe reinmachen und an der Strebe den Auspuff festmachen. Das wäre jetzt so mein optimales Heck und ich finde, das macht sich einfach geil. Er kann dann entscheiden, ob er da noch einen Bügel drüber haben will, eine Platte drauf haben will oder sagt, er tut sein Gepäck zwischen die Sitzbank einfach rein. Wir könnten eine Öse anbringen. Also es gibt noch tausend Möglichkeiten, der Zeit zu verschwenden. Aber wir brauchen jetzt erstmal die Freigabe, dass es so passt. Für mich ist es gelungen. Hier die Kante sieht schön aus. Nach hinten sieht es sauber aus. Hier kommen noch jeweils Gummipuffer, dass die Sitzbank nicht unmittelbar auf dem Rahmen liegt, sondern dass auf den Gummis liegt. Unsere Fixierung haben wir ja. Das wäre ja der Punkt dann hier. Und dann kann es losgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok und wo auch sonst. Macht die Glocke an, abonniert unseren Kanal. Ihr könnt uns auch, wenn Geld überweist, da gibt es so eine Clubmitgliedschaft. Da seid ihr Mitglied, kriegt persönlich immer Informationen, kriegt auch mehr Videos gezeigt. Ja, das ist zur Werbung. Ich wünsche euch schöne Bis Weihnachten. Heiligabend. Feiert schön mit eurer Familie. Wenn wir uns nichts mehr hören, einen guten Rutsch. Bis bald, euer Manuel Schad von SV Sports.